Hallo und herzlich willkommen zum Lernvideo Kollaborativ arbeiten mit Etherpads. Was sind die Ziele dieses Videos? Zum einen sollst du danach gut mit Etherpads umgehen können und zum anderen sollst du wissen, welche Stärken und Schwächen diese spezielle Technik für kollaboratives schriftliches Zusammenarbeiten hat, so dass du entscheiden kannst, ob du es für eine bestimmte Aufgabe einsetzen möchtest, ob sie dafür geeignet sind. Was sind Etherpads? Wir schauen gleich welche an, nur kurz vorab. Das sind letztlich nichts anderes als Online-Dokumente, die sehr einfach zu bedienen sind und die parallel von vielen verschiedenen Personen gleichzeitig genutzt werden können. Was auch immer sie eintragen, erscheint farbkodiert, sodass man auch weiß, wer was geschrieben hat. Die Änderungen sind sofort sichtbar. Gleichzeitig gibt es nur sehr einfache Formatierungsoptionen. Das heißt, das Ganze ist ein Tool, das sich vor allem darauf stützt, Inhalte zu transportieren, weniger korrekte Formatierungen zu bekommen. Diese sind einfach, wenn sie angelegt sind, über einen Link zugänglich. Wenn der Link allerdings mit einem ganz normalen Namen gemacht wird, hergestellt wird bei der Anlage des Pads, dann bietet das keinen besonderen Schutz vor Mitlesen. Dessen muss man sich bewusst sein, ist meistens aber auch nicht dramatisch. Man kann in viele Formate die Ergebnisse exportieren. Das gelingt eigentlich von der Darstellung her oft nur mäßig. Warum es so kollaborativ ist, ist zum anderen auch noch durch zwei weitere Funktionen wichtig. Das sind Kommentare und Chats, die man nutzen kann, um sich über das, was gerade da produziert wird, auszutauschen. Dann nochmal die Frage, wie komme ich denn jetzt an so ein Etherpad ran? Es gibt eine ganze Vielzahl von Anbietern. Ich habe da jetzt vier rausgesucht: UPad.eu, CryptPad.fr, Zumpad bei Zum.de und Hegem.io. Einfach vier verschiedene Varianten. Sobald man aber eine Internetsuche startet, findet man auch noch eine ganze Reihe mehr. Wir werden gleich mit dem UPad.eu arbeiten. Die Unterschiede zwischen den Etherpads sind an sich gering. Was sich vielleicht unterscheidet, ist, braucht man eine Anmeldung. Zum Beispiel bei dem letztgenannten bräuchte man eine. Das ist vielleicht nicht immer so geschickt. Dann kann man Bilder einbinden. Geht das ja oder nein? Und es gibt immer noch die Option, dass sich die Pads nach einer gewissen Zeit in Aktivität löschen lassen. Schauen wir uns das doch einmal direkt live an. Ich habe hier mal den UPad.eu, der auf Etherpad Lite basiert. Das kann man auch bei sich zu Hause installieren. Ist jetzt vielleicht aber nicht der relevante Punkt. Meistens hat man da hier sehr aufgeräumte Eingabefläche und man muss eigentlich nichts anderes machen, als in das Eingabefeld entweder einen Namen einzugeben, um zu einem Pad zu kommen, das es schon gibt, wie hier, öffne ein Pad mit einem folgenden Namen, oder wenn es das eben noch nicht gibt, direkt ein neues Pad zu erstellen. Was passiert, wenn man den Namen schon kennt? Ich nehme jetzt einfach mal das Test. Da bin ich nämlich nicht die Einzige, die schon mal auf die Idee gekommen ist, einen Test zu erstellen. Hier war irgendjemand offensichtlich Französischsprachiges schon mit dran. Ich kenne den Namen, ich könnte da jetzt alles Mögliche ändern. Das ist vielleicht nicht immer ganz geschickt. Von daher sollte man sich schon überlegen, wie man die Namen vergibt. Ich bin jetzt hier wieder zurückgegangen. Ich würde sagen, gerade für so eine Testgeschichte wäre es sehr höflich, wenn wir dann sagen, das Ganze soll auch irgendwann wieder gelöscht werden, denn was wir jetzt produzieren, ist sicher nichts für die Ewigkeit. Ich nenne es jetzt mal Test XYZ und hoffe, dass hier noch niemand ein solches erstellt hat. Das ist auch nicht der Fall, weswegen wir jetzt hier eine Begrüßung bekommen, willkommen, erklärt, wie es funktioniert grundsätzlich. Also hier nochmal eine Erinnerung. Was wir hier sehen, sind simple Formatierungsoptionen, Fett, Italics, unterstrichen, durchgestrichen. Ich kann nummerieren, ich kann Aufzählungslisten machen, ich kann das Ganze einrücken und zurückrücken und ich kann den ganzen Kram, den ich gemacht habe, auch wieder rückgängig machen oder wieder herholen. Also ganz normale Formatierungsoptionen, nicht viel mehr, als man sonst so hat. Was man ein bisschen formatieren kann, ist hier dieser Style. Das ist jetzt als normal, aber ich könnte das auch als eine Überschrift, Heading 1, niedrigere Überschrift, Heading 2 und so weiter formatieren. Das war es schon mal, Formatierungsoptionen. Das reicht auch im Wesentlichen. Bilder kann man einfügen, ganz einfach mit Kopieren und Einfügen.
also die rechte Maustaste, oder mit Steuerung C, Steuerung V. Das ist alles relativ simpel. Manchmal gibt es hier auch noch ein extra Logo für Bilder einfügen. Wobei ich gerade sagen muss, bei dem hier bin ich mir gar nicht sicher, ob man Bilder einfügen kann. Bei manchen kann man das nämlich auch nicht. Genau, gucken wir mal auf die Steuerelemente auf der rechten Seite. Da sehen wir hier ein so ein lustiges Gruppenlogo. Show the users on this pad. Da ist eine 1 und ein rosa. Das bin im Moment ich. Da kann man hier hinter der Farbe einen Namen für sich vergeben. Man kann auch, wenn man will, die Farbe noch ändern, weil man gerne irgendwie anders aussehen möchte. Und sollte die dann aber auf Dauer beibehalten. Dann ist es noch ein bisschen komisch, wir haben hier den Chat hier unten und hier oben mich. Man kann aber bei den Einstellungen das noch ein bisschen ändern. Und zwar kann man sagen, man will den Chat always on screen haben, also er soll immer hier an der Seite sein. Und man will auch sehen, welche User da sind. Und man kann auch sagen, welche Sprache man gerne hätte, dann wäre das Ganze vielleicht auch auf Deutsch. Ja, ansonsten sind die anderen Optionen selbsterklärend. Und was wir jetzt haben, wir haben hier die Liste der Nutzer, die hier dabei sind. Und wir haben hier den Chat, der ist im Moment nicht vorhanden. Und man müsste hier unten eben eine kleine Nachricht schreiben, wenn man das eben möchte. Ich schreibe mal einfallslos Hallo und dann taucht das hier in der Unterhaltung auf. Wenn ich jetzt hier was schreibe, machen wir hier einfach eine neue Zeile. Ich bin auch da. Sieht man schon, aufgrund der Farbe, mit der der Text angezeigt wurde, von wem dieser Text kreiert wurde. Ich gehe jetzt mal parallel an einen anderen Rechner, um dort auch zu diesem Tool, zu dieser Seite zu gehen. Das ist, zeigt dann gleich, wie es sein wird, wenn mehrere Leute an demselben Pad arbeiten. Dazu logge ich mir jetzt auf dieser ersten Seite mit Test XYZ ein. Und was wir jetzt hier schon sehen, hier sind zwei Menschen jetzt angezeigt. In dem Chat einer mit lila. Das ist also jetzt in dem Fall ich 2. Und ich 2 kann jetzt hier auf dem anderen Rechner auch irgendwas eintippen. Und das erscheint in Echtzeit direkt hier auf dem Pad, dass das ich sieht. Wenn ich jetzt finde, das ist irgendwie eher Quatsch, was ich 2 hier getippt hat, kann ich das auch, kann ich das hier anmerken, kann ich hier eine Nachricht schreiben. Das hilft uns nicht weiter. Zum Beispiel. Das hat überhaupt keine Kommentarfunktion. Dieses Pad hat jetzt keine Kommentarfunktion, wie ihr seht. Es gibt bei manchen anderen Pads noch, meistens so als Bubble dargestellt, eine Kommentarfunktion. Das wäre insofern manchmal geschickter, als man dann hier eben direkt den Kommentar wirklich dahin schreiben kann, wo er gehört. Und dann hat man sowohl einen Chat als auch Kommentarfunktion. Genau, das würde dann hier vielleicht weiterhelfen. Jo, man kann, was man dann auch immer alles so gestaltet hat, auch später exportieren. Da sind verschiedene Optionen, also was man das exportieren kann. Man kann auch Sachen hochladen, aber da würde ich nicht primär drauf setzen. Die Qualität der Konvertierung ist meistens nicht sehr gut. Wenn man komplett fertig ist mit seinem Text, kann man auch sagen, hier diese ganzen Farben müssen raus, kann das markieren, was man will und kann dann die Autorenfarben zurücksetzen und sieht dann jetzt hier, dass das entsprechend alles hier ganz normal schwarzer Text auf weißem Pad ist. Hier gibt es dann noch einen letzten Aspekt. Man kann da in der Bearbeitung vor- und zurückgehen, kann gucken, was sich so verändert hat. Braucht man meistens nicht. Von daher schaut euch das in Ruhe mal an, wenn ihr das gerne testen wollt. Das wäre es eigentlich auch schon im Wesentlichen mit der Erklärung. Dadurch ergibt sich ja auch schon indirekt, was man alles damit sinnvollerweise machen kann. Es bietet sich natürlich an, es zu nutzen, um in Gruppen zu recherchieren, Material zusammenzutragen. Man kann sich gut gegenseitig Feedback geben, am besten natürlich in Pads, die auch noch Kommentare zulassen. Man kann sich über Entwürfe austauschen, sich da wiederum Anregungen einholen, um die zu verbessern und dann vielleicht auch eben zu überarbeiten. Man kann Thesen diskutieren, das diskutiert am Schluss streichen wir mal. Man kann arbeitsteilig ein Glossar zu einem Themenfeld entwickeln oder zum Beispiel eine kommentierte Linksammlung für eine Klausur oder eine andere Arbeit
entwickeln. Ja, damit komme ich zur Zusammenfassung. Es bieten sicher andere Tools mehr Formatierungsoptionen, aber meistens reichen Etherpads aus, vor allem wenn es nur darum geht, wirklich Ideen zu sammeln und noch kein fertiges Endprodukt zur Ausgabe zu erstellen. Du solltest nach diesem Video ein Etherpad anlegen können, ein Etherpad bedienen können und die Grenzen und Möglichkeiten der Technik kennen, sodass du eben auch überlegen kannst, wann es zum Einsatz kommen sollte und du hast verschiedene Ideen, es zum Einsatz zu bringen. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.